Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung. Leider bin ich aus der Sendung Hart, aber fair ausgeladen worden. Offizielle Begründung war, weil das Thema Landwirtschaft in der Sendung weniger Raum haben sollte und dass deswegen kein Platz mehr für mich ist. Jetzt habe ich mich aber so gut auf diese Sendung vorbereitet, dass ich euch das natürlich nicht vorenthalten möchte. Deswegen heute hier bei mir live aus dem Kuhstall, Hart, aber unfair, ohne Luis Klamroth. Viel Vergnügen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu Hart, aber unfair. Mein Name ist nicht Luis Klamroth und heute geht es um das Thema die Wut der Bürger. Unser Gast ist Thomas Andresen, Landwirt und Agrarblogger. Herzlich willkommen, Herr Andresen. Ja, moin. Schön, dass ich da sein darf. Herr Andresen, warum demonstrieren die Landwirte derzeit? Also, Auslöser unserer Proteste war natürlich der Agrardiesel und die geplante Rücknahme der grünen Kennzeichen für unsere landwirtschaftlichen Nutzmaschinen. Aber letzten Endes hat sich da über einen ganz, ganz langen Zeitraum schon viel, viel mehr aufgestaut. Wir sind ja 2019 schon losgefahren, weil uns die Bürokratie einfach zu viel wurde. Und im Endeffekt hat sich seitdem nicht viel getan. Stattdessen wurden immer nur irgendwelche, ja, unser Bauernpräsident nannte es Laberclubs eingerichtet, in denen dann zwar Ergebnisse erarbeitet worden sind, die aber kein Stück umgesetzt worden sind. Und das hat sich natürlich dann irgendwann so weit aufgestaut, dass die Bauern dann gesagt haben, jetzt reicht's. Also da war wirklich der Agrardiesel und die grüne Nummer der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat. Herr Andresen, aber es wurden den Landwirten doch Zugeständnisse gemacht. Warum ist man damit jetzt nicht zufrieden? Naja, die Zugeständnisse, die uns gemacht worden sind, sind ja im Grunde eine Mogelpackung. Die grünen Kennzeichen wurden zwar zurückgegeben oder es wird davon abgesehen, die einzukassieren, aber letzten Endes nur, weil man eingesehen hat, dass die Abschaffung der grünen Kennzeichen den Steuerzahler viel, viel teurer gekommen wäre als die Beibehaltung der grünen Kennzeichen. Also von daher ist das eigentlich schon ein Punkt, der einfach nur Sinn gemacht hat, den zurückzunehmen. Und beim Agrardiesel sind wir halt immer noch dabei, dass der Agrardiesel eingestampft werden soll, nach wie vor. Auch wenn es dann über Jahre hinweg passiert, sind wir aber trotzdem noch in der Situation, dass wir gar keine Alternative zum Agrardiesel haben in der Landwirtschaft. Wir sind auf die Dieselmotoren angewiesen, wir haben nichts, wie wir die ersetzen könnten und deswegen halten wir auch an den Forderungen zum Agrardiesel fest. Die Politiker bieten jetzt an, die Bürokratie abzubauen. Wäre das ein Punkt, mit dem die Landwirte zufrieden wären? Ja, also wenn Politiker Bürokratieabbau ankündigen, dann bin ich per se schon mal skeptisch. Also alte Bauernverbandsmitglieder sagen immer, wenn Politiker über Bürokratieabbau sprechen, dann müssen wir eigentlich mindestens 2 Aktenordner dazu kaufen. Und das hat tatsächlich bis jetzt auch in den letzten Jahren immer so gestimmt. Über Bürokratieabbau wird seit Jahren gesprochen und das Gegenteil ist der Fall. Die aktuelle Bundesregierung hat 10.000 neue Stellen geschaffen, nur in diesen 2 Jahren, die sie bis jetzt im Amt sind. Und das geht meiner Meinung nach überhaupt gar nicht. Also wir sehen es ja an allen Ecken und Enden, dass permanent im öffentlichen Dienst Stellen oder Mitarbeiter gesucht werden. Bei uns direkt vor Ort wird die Kreisverwaltung erweitert, weil man die Leute einfach nicht mehr los wird. Und das prominenteste Beispiel hier direkt in Berlin quasi, in direkter Nachbarschaft, das Bundeskanzleramt, das für ich weiß nicht wie viele Millionen Euro erweitert werden soll, einfach weil man diese ganzen Mitarbeiter nicht loswerden kann. Und das sorgt natürlich für Unverständnis bei den Menschen. Die verstehen nicht, wo diese ganzen Menschen überhaupt oder diese ganzen Mitarbeiter gebraucht werden sollen. Warum jeder kleine, noch so kleine Schnipsel, den wir irgendwo machen als Unternehmer, warum das alles so derart kontrolliert sein muss. Und das treibt natürlich dann auch den Mittelstand mit auf die Straße. Diese immer größer werdende Bürokratie und dieser immer größer werdende Kontrollzwang. Warum denken Sie, ist der Unmut in der Bevölkerung und gerade im arbeitenden Mittelstand derzeit so unfassbar groß? Ja, ich habe es ja schon gesagt. Also es ist zum einen eben diese überbordende Bürokratie, die ja nicht nur uns betrifft, sondern gerade im Bereich der Lohnerfassung zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, auch im Grunde den gesamten Mittelstand. Und wenn wir dann sehen, wie viel Geld in Entwicklungshilfe gesteckt wird, ich bringe es dann auch nochmal, auch wenn es wahrscheinlich viele nicht mehr hören können, die Radwege in Peru, die mit Entwicklungshilfegeld aus Deutschland gebaut werden sollen, das verstehen die Menschen einfach nicht. Warum in diese Länder Geld gesteckt wird oder nach Indien, das ist eine Nation, die zum Mond fliegen kann oder will, warum wir da Entwicklungshilfe zahlen sollen, aber hier bei uns an allen Ecken und Enden gespart werden soll. Bei denen im Grunde, die Leistungsträger dieser Gesellschaft sind.
Dazu kommt natürlich, dass diese wahnsinnige Verwaltung, dieser Verwaltungsapparat auch wie ein Personalstaubsauger wirkt. Also diese 10.000 Leute, die da jetzt zusätzlich in der Verwaltung geschaffen worden sind, die fehlen natürlich auch bei uns als Arbeitgeber. Herr Andresen, gerade heute erreichen uns Bilder von einer großen Demonstration in Hamburg. Dort geht es schon etwas robuster zu als bei den vergangenen Demonstrationen der Landwirte. Wie ist Ihre Einschätzung dazu und was halten Sie von dieser robusten Art der Demonstration? Ja, ich habe natürlich auch die Aufnahmen gesehen aus Hamburg und die Bilder von brennenden Autoreifen und brennenden Misthaufen. Und ich muss ganz klar sagen, das ist auch nicht meine Art des Protestes. Aber ich kann auch verstehen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die da unterwegs sind heute, extrem frustriert sind aufgrund der Ergebnisse, die wir bis jetzt gekriegt haben. Weil wir eben das so wahrnehmen als Bauern, dass die Politik uns wirklich komplett ignoriert. Es werden zwar scheinbar Zugeständnisse gemacht, die aber dann eigentlich gar keine sind. Es wird das irgendwie das Ganze ausgesessen und das frustriert natürlich und das macht die Kollegen dann auch wütend. Und dann kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, dass man dann irgendwann mal sagt, also jetzt reicht's. Zudem haben wir in den letzten Tagen auch immer wieder Bilder gesehen aus Frankreich, wo die Landwirte auch demonstriert haben und das geschafft haben, mit ihren Protesten innerhalb von 3 Tagen die Erhöhung des Steuersatzes auf den Agrardiesel wieder zurückzudrängen. Und sorgt dann natürlich unter Umständen auch bei uns für Nachahmer. Das muss man eben so anerkennen. Aber wie gesagt, es ist nicht meine Art des Protestes, aber ich kann schon ein Stück weit nachvollziehen, dass so agiert wird jetzt. Herr Andresen, aber auch bei den vergangenen Demonstrationen der Landwirte hat man ja immer wieder Ampeln am Galgen baumeln sehen. Warum sind Landwirte so polemisch und fordern sie tatsächlich das Aus der Ampel? Naja, was heißt am Ende der Ampel? Also so funktioniert ja Demokratie in unserem Land nicht. Ich kann natürlich demonstrieren und kann über die Demonstration versuchen, Mehrheiten zu beeinflussen. Und wenn diese Bundesregierung dann irgendwann ihre Mehrheiten in dem Sinne nicht mehr zusammenbekommt, dann muss sie sich halt neue Mehrheiten suchen. Dann wird die Regierung umgebildet oder es finden dann zu irgendeinem späteren Zeitpunkt Neuwahlen statt. Aber das ist ja primär überhaupt nicht unser Ziel. Im Gegenteil, also wir können, oder ich zumindest kann gut damit leben, wenn diese Regierung in irgendeiner Art und Weise ihren Job vernünftig macht und weitermacht, dann ist mir das wesentlich lieber, als wenn wir jetzt Neuwahlen hätten. Also die Ampeln an den Galgen sind natürlich kein schönes Symbol, aber schlimmer wäre es meiner Meinung nach gewesen, wenn man jetzt Personen an den Galgen gehängt hätte, also im bildlichen Sinne, wenn man jetzt eine Scholz-Puppe oder eine Lindner-Puppe an den Galgen gehängt hätte, dann hätte ich da wirklich ein Problem mit gehabt. Die Ampel ist halt ein Symbol für diese Bundesregierung und diese Bundesregierung macht im Moment halt zumindest in der Wahrnehmung der Menschen in diesem Land, das ist zumindest das, was bei mir so ankommt. Ich habe natürlich auch dann über Social Media extrem viel Feedback, was ich dann immer wieder kriege, auch aus anderen Bereichen. Dann wird diese Ampel wahrgenommen als eine Koalition, eine Regierung des Versagens, des Streites, der Unkoordiniertheit und der Führungslosigkeit. Und deshalb, glaube ich, haben viele Berufskollegen dann diesen Galgen gewählt, weil sie gesagt haben, da würde diese Regierung hingehören. Ich selbst bin mit solchen Symbolen nicht losgefahren und sehe es ähnlich wie bei den brennenden Reifen. Es ist nicht mein Protest, aber ich kann auch in dem Fall die Wut der Kolleginnen und Kollegen schon ein Stück weit nachvollziehen. Wenn die Regierung jetzt zurücktreten müsste oder am Ende wäre quasi, welche Partei würden Sie dann wählen, Herr Andresen? Also auch wenn die Partei von Frau Wagenknecht viele interessante Ansätze liefert, die zumindest zur Vereinfachung vieler gesellschaftlicher Fragen beitragen würden, liefert sie keine Antworten auf die drängenden Fragen der Landwirtschaft. Landwirtschaft ist ein relativ weißer Fleck auf der im Parteiprogramm des Bündnis Sarah Wagenknecht. Und ich wüsste auch ansonsten tatsächlich im Moment nicht, wen ich wählen sollte. Die FDP hat massiv um uns geworben als Landwirte und hat uns mindestens genauso massiv, wenn nicht noch massiver, enttäuscht. Die CDU wirbt jetzt massiv um uns Landwirte, hat aber auch in den letzten 16 Jahren jetzt nicht so einen berauschenden Job gemacht. Und da würde ich mir dann auch wünschen von einem Herrn Lindemann, dass da eine aktivere Vergangenheitsbewältigung stattfindet und dass man sich auch wirklich direkt damit auseinandersetzt, welche Fehler gemacht worden sind und die dann auch benennt. Und dann können wir natürlich sehen, dass man dann auch wirklich unbedarfter in die Zukunft startet und können sehen, wie man da nachher wieder zusammenkommt. Aber im Moment, wie gesagt, würde ich mir keine Neuwahlen wünschen, weil ich gar nicht wüsste, wo ich da mein Kreuz machen sollte. Herr Andresen, meine letzte Frage. Wie ist Ihre Meinung? Wie werden die Demonstrationen weitergehen?
Naja, jetzt müssen wir natürlich erstmal abwarten. Also politische Gespräche laufen ja im Hintergrund. Das ist zumindest das, was uns aus der Verbandsebene mitgeteilt wird, dass dort schon verhandelt wird und dass man eigentlich auch zumindest ein Stück weit den Eindruck hat, als wären unsere Proteste angekommen, aber noch nicht ausreichend. Deswegen werden jetzt in den nächsten Tagen wohl auch noch weitere Maßnahmen folgen. Wie aggressiv und intensiv die sein werden, das kann ich von hier aus jetzt nicht beurteilen und nicht sagen. Aber ich denke schon, dass es weitergehen wird. Und wir werden auf jeden Fall die Situation genau beobachten, was man uns nachher anbietet. Und wenn wir der Meinung sind, dass das ein unfairer Handel ist, den man mit uns eingehen möchte, dann werden wir auch definitiv weitere Schritte vorbehalten. Und ich gehe davon aus, dass man dann auch weiter auf die Straße gehen muss, wahrscheinlich.